Der läuft lustig. Diese Lava sieht halt unglaublich gut aus. Ja. Was ist das da drüben für ein Gestein, sag mal? Warte mal, ich muss mal kurz eine Fackel in die Hand nehmen. Ist das auch Eisenerz? Das glänzt halt so krass in der Lava. Ich muss erstmal kurz hier sortieren. Eieiei. Der sieht so Hinter krass dir, hinter aus. dir, Oh, hinter oh, dir. oh, oh. Die Zombies. Heftig. Mega krass. Oh, Oh, Vorsicht. schon wieder einer. Mit welcher Version haben die Zombies angefangen, so zu laufen? I don't know. Vielleicht auch mit gar keiner Version, vielleicht ist es irgendwie auch ein anderes. Weiß nicht. Obwohl, mit dem Texture Pack hat er nichts zu tun, Nee, aber mit dem nee, Source also Pack. das, die Bewegung von den Zombies, die kann damit nichts zu tun haben. Das muss irgendwann gemacht worden sein. Gehst du unten lang? Na, ich wollte das Eisen mitnehmen, was hier ist. Ach so, ja. Ich hatte ja auch schon kurz was abgebaut. Ich mache mal die Fackeln nur auf die rechte Seite. Oh je. Ja, damit ich den Weg wieder finde. Ja, und dann komm ich und mach die auf Oh der anderen mein Seite. Gott, hier ist irgendwo ein Bogenschütze. Ey! Na, ich hätte gesagt, wir gehen erstmal Ach, die da Mine vorne. irgendwo da lang gehen. Aua! Komm Oh. hier, komm hier um die Ecke. Ja, Ich komme komm, wieder hier. weiter. Warte, warte. Hilfe! Der ist ja frisch. Aua. Der hat mir weh getan. Achso, er kommt. Achso. Auf ihn! Wo ist Ja, er hin? Hier! da ist er. Oh shit, mein Schwert ist kaputt. Oh mein Gott. Ja, der Jawoll! liegt da. Arsch. Sehr schön. Ach, das ging wieder auf die Lebenspunkte. Übel. Du hast schon eine Rüstung an sich. Ach so, das ist durch deine Schienbeinschoner. Ja, habe ich. Du Glücklicher. Ich habe noch ein paar Karotten mit. Wir gehen aber erstmal, glaube ich, in die Mine, bevor wir weiter in die Richtung gehen. Ja, Hier komm. sieht es sehr offen und sehr nicht einladend aus. Sehr nicht einladend. Ja. Ja, dann. Da vorne ist eine Fledermaus. Chip, chip. Warte mal Die kurz. kommt man kaputt machen, oder? Weil die tun Ja. einem eigentlich nichts. Glaube ich. Ja, kann sein. Man muss sie nur treffen. Ha! Ja. Was ist denn das da oben? Hä, sieht komisch aus. Komm her. Oder auch nicht. Was ist das da an Stein, sag mal? Ist das ein Grafikfehler? Also. Das Graue da? Ja, ich habe das auch schon gesehen. Muss mit C mal ran. Oder es ist Habe ich halt ein gerade. anderer Stein. Ich weiß es nicht. Sei neugierig. Bin ich. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nur ein bisschen vom Shader oder so ein anderes. Ja, warte mal, da klebt irgendwas dran. Moos, oder? Es gab doch auch Moos. Keine Ahnung. Irgendwas hast du gesammelt. Nee, ich hab's abgemacht, aber ich hab's nicht Ach gesammelt. so. Hö. Vielleicht muss man das mit einer Schere oder sowas abbauen. Keine Ahnung. Ja, super. I don't know. Jetzt ist dunkel da. Ah. Wir haben gleich hier wieder die Mega-Höhle am Start, ne? Kannst ja schon mal das Metall einsammeln. Ich gehe mal hier weiter hoch. Da ist Ja, noch ich mehr muss mal Metall. gucken. Aua. Schmerzt das nach. Oh je. Direkt neben der Lava abbauen. Ja, Ja. richtig gut. Also man sollte wirklich immer eine Fackel in der Hand haben. Aber von der anderen Seite sieht das halt mega krass aus, dieses Eisenerz hier. Also richtig schön angeschieden von der Lava. Könnte man nicht irgendwie mal nur. Ach so. Was denn? Na, nur ein Item mal in die Hand nehmen. Aber das passt. So, Eisen. Schönes Eisen. Und neben der Lava ist es sogar ein heißes Eisen. Oh mein Gott. Oh Danke. mein Oh, ich habe Gott. irgendwas Schönes. Das hat geklirrt. Amethystblock. Oh mein Gott. Oh. Kuckuck. Annie ist weg. Ja. What the Ha, fuck? krass. Voll die Amethysthöhle hier. Richtig geil. Komm mal Oh. runter. Oh, Wiedersehen. Nee, das ist jetzt nicht die Idee. Eingemauert. Oh, sag mal. Ey, komm mal her, wie geil sieht das denn aus? Guck dir doch mal bitte die Steine Aua. an. Einfach hier auch mit der Wow. 3D-Optik. Wow.
Das ist einfach mal richtig geil. Das klingelt. Grün. Ja. Oh, wie schön. Da kann man Musik machen. Ja, vor allen Dingen die 3D-Darstellung. Hammer. Oh. Wahrscheinlich ja. Kriegt man ganz viel raus, oder? Was? Amethyst-Block und Amethyst-Scherben. Okay. Ja. Es klingelt so schön. Warum gibt es denn hier so viel davon? Das ist richtig Was gut. zum Henker? Hammer. Wow. Wer braucht schon Musikblöcke? Wir zerschlagen einfach Amethystblöcke. Das ist richtig cool. Bin gerade echt ein bisschen geflasht. Oh, schön. ASMR. Also keine Ahnung, wofür man es braucht. Aber wir Egal, wir nehmen es mit. Wir machen erstmal den Raum leer. Wie können wir hier ins Mütterhaus Amethyst bauen, ey. Ja, ach, wie schön. Oh, da frage ich mich ja, wenn man die wieder hinbaut, ob die dann auch so eine schöne Optik bekommen. Stimmt. Geil. Also wobei, du kannst ja, na wohl, Blöcke kannst du ja neu hinbauen. Das gar nicht. Aber wir haben doch jetzt auch Blöcke eingesammelt, oder? Ja, wir haben sowohl Amethyst-Scherben als auch Blöcke. Gut, und diese Dinger mit 3D-Optik sozusagen sind dann halt die Scherben gewesen wahrscheinlich. Nee, ich würde brauchen Blöcke. Setz mal bitte ein paar Blöcke. Mach mal. Dann? Die machen auch Sounds beim Setzen. Wie gut! Oh je. Vor allem ist halt wenigstens kein so nerviges Geräusch, ne? Nee. Das klingt ziemlich entspannend. Einfach ganz episch. Aber dass es halt auch gleich so eine riesen Höhle davon gibt. Ja. Was zum Henker? War auf jeden Fall ein schöner Abgang. Mal einsammeln. Allein auch schon die, also wenn man sich mal natürlich eine Steinformation anguckt hier hinten. Ja. Das sieht spitze aus. Was ist das denn? Das glatter Basalt ist das. Wow. Mhm. Also optisch einfach ein Leckerchen, ne? Ein Leckerchen. Ein Leckerchen. Oh, lecker Schmeckerchen. Wie angenehm. Ich bleib hier. Das finde ich echt schön hier. So, habe ich irgendwas zum Hochklettern? Ali ist out of order. Ja. Ich bin jetzt einfach erstmal geflasht. Das muss reichen. Meine Spitzhacke geht auch gleich kaputt. Aber hierfür reicht's noch. Hoffentlich. Ich habe halt leider keinen Kies. Achso, du hast eine Treppe gebaut. Super schlau. Mario, super schlau. Die klingelt die ganze Zeit rum. Ja. Oh, und jetzt für den letzten Block reicht es nicht mehr. Jetzt, das klang jetzt schon sehr disharmonisch. Ja, stimmt. Ah. Habe ich noch eine Spitzhacke mit? Leider nicht, ich habe noch eine Axt mit. Na dann mal wieder hoch. Oh, ob wir nochmal sowas finden? Ja, bestimmt. Richtig cool. Ja, ich gehe mir erstmal kurz eine neue Spitzhacke holen. Guck mal, hier ist wieder so ein Zeug auf dem Boden. Ah, hier. Das sieht aus wie Moos. Ja, aber es ist vielleicht einfach nur so eine... Eine Textur, aber nicht eine für Moos. Ja. Aber das kann man bestimmt irgendwie einsammeln mit Silk Touch oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, vielleicht müssen wir das wirklich mal so ausprobieren. Die Schienen sehen halt auch einfach mega gut aus. Also ich bin sehr geflasht von dem Resource Pack. Ja. Richtig cool. Brauchst du noch irgendwas von oben? Ja, ich wollte mal kurz. Wo geht's denn überhaupt hoch? Hier hinten. Ich wollte vielleicht mal den ganzen Mist loswerden und vielleicht einfach mal vernünftig Werkzeug holen. Ja, ich bin falsch. Ja, schön, dass ich hierher kletter. Ja! Ich wusste nicht, dass du hier schon weiter gebuddelt hast. Nee, da habe ich nicht gebuddelt. Nicht? Der Weg war so? Ja. Krass. Guck, ich hätte niemals das Eisenerz hier liegen lassen. Also, nee, sorry, stimmt. Aber vorne ist halt auch Eisenerz. Müssen wir mal kurz schauen, wo es hier wieder hochgeht. Nee, sind wir falsch. Ja, irgendwo. Warte mal. Wo ist denn der Ding? Wo ist denn der Weg? Der Weg ist das Ziel. Wir müssen weiter nach links. Ich war schon auf dem richtigen Weg vorhin. Wir sind nämlich runtergesprungen an der Stelle. Hier. Da oben sind nämlich die Fackeln.
Da wollte ich gerade hoch und da hast du auf einmal gesagt, hier, guck mal hier. Ach so. Und ich. Direkt bei der Lava, okay. Ja, ja, genau. Da bin ich ja vorne runtergehüpft zu den Zombies. Ja, ich habe mir hier nur ein bisschen Kies rausgebuddelt vorhin. Vielleicht sollten wir uns das richtig markieren mal. Da kennt man doch. Ich meine, die Fackeln waren ja direkt hier oben. Ich erkenne das nicht. Oh Gott, diese Treppe hier nach oben. Alter Schwede. Ja, da kriegst du auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung gratis. Einmal richtig durchgewackelt. Aber das lässt sich leider auch nicht ändern. Nee. Boah, ratter, ratter, ratter. Also wenn da noch irgendwie Gehirnzellen übrig waren, dann sind die auf jeden Fall einmal schön durchgeschakt. Ja. Oh, um Gottes Willen. Mhm. Kalzit. Mhm. Okay. Denn. Achso, draußen ist übrigens wieder Tag. Ja. Kalzit. Okay, Kalzit ist. No. Ja, Kalkstein. Würde ich da mal sagen. Das ist aber eine gewagte These. Ja, ja, ja. So Eichenholzbretter. So, diese Steinwerkzeuge sind halt auch echt eine Katastrophe, ne? Ja. Na, wir können ja auch schon Eisenwerkzeuge bauen. Ja, ja, ein bisschen Eisen können wir ja durchschmelzen. Ich schmelze gerade auch schon wieder. Ja, ich habe insgesamt 30 haben wir. Ja, das Problem ist am Anfang ist halt, dass ich glaube, ich würde halt Eisenwerkzeug erstmal aufheben für die etwas härteren Ressourcen zum Abbauen. Mhm. Weil so viel haben wir halt leider nicht gefunden. Das wird noch kommen auf jeden Fall, klar, logisch, aber... Für den Anfang meinst du? Mhm. Na gut. Wo ist denn hier meine Steinspitzhacke? Steinspitzhacke. Da. Oh Gott, Schaufel. Erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen hier, das ist ja eine Katastrophe. Naja. Das brauche ich nicht. Weil Axt kann er ja auch weg, die kann man dem nicht in Lava werfen oder so. Ja, dann verbrennt sie wenigstens. Haben wir noch ein bisschen Kies? Ne, Erde haben wir. Ich wollte halt auch ein paar Sachen mitnehmen, einfach damit ich mir irgendwie einen Weg hochbauen kann mal. Ich nehme mal die Hälfte der Erde mit. Ja, nimm Steine, weil... Ist halt, Steine besser? Ja, weiß ich nicht, also ist egal. Aber ich nehme Erde, die kriege ich halt zur Not auch abgebaut, wenn meine Spitzhacke wieder mal kaputt geht. Doink, 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 doink. Also ich geh mal draußen gucken, aua, was hier so los ist. Das Feld ist auf jeden Fall gut gewachsen. Guck mal, man erkennt halt... Was ist das da hinten? Warum hängt da was an der Kette? Was? An der Kette? Okay. Mario hat da Dinge. Ja, aber guck mal, man erkennt da hinten auch... Ich glaube, da ist Eisenerz an der Wand. Siehst du, wie das glänzt in der Lava? Ein bisschen was reflektiert. Ja. Hm. So, Lava. Hier, guck mal. Ein Opfer. Ich habe eine Holzachs geopfert. Das muss ja wohl reichen. Für den Lavagott. Ja, genau, um den zu besänftigen. Dann pflanze ich hier schon mal wieder neu an. Oh Gott, da schreibe ich doch nicht so viel in der Maus. Oh, Entschuldigung. Ich will direkt in Dings gerannt. In den Axtschlag. In den Axtschlag. Hm. Schon ein bisschen was geerntet. Können auf jeden Fall Brot herstellen. Ja, sehr schön. Hast du, wie hast du denn eigentlich gerade den Dings gefunden, den Raum? Ich habe einfach auf den Boden geschlagen, weil da waren halt, also ein lila Stein war zu sehen, ein Amethystblock war zu sehen. Also ich habe draufgehauen und bin durchgefallen. Ah, okay, man hat das also erkannt. Ja, ja, man hat halt diesen Amethystblock gesehen und dann bin ich zack runter. Ich habe schon irgendwie geahnt, dass es nach unten gehen könnte, wenn ich das Ding wegschlage, aber dass das gleich so ein Hohlraum ist da mit ganz vielen Amethysten, hätte ich nicht gedacht. Oh, Möhrchen sind auch fertig. Schön. Oh, erstmal die Möhre gegessen. Also wir können unser Feld sicherlich auch erweitern bald. Oder willst du es gar nicht größer machen und das muss erstmal reichen? Doch, doch, es kann schon größer werden. Oh, wow. Na gut, aber jetzt ist erstmal alles hier angepflanzt. Oh, die Rüben sind auch fertig.
Oh, wow. Was denn? Oh, nix. Sprich dich aus. Nee, nee. Komm, nee. Sprich. Nee, das... Mario nee. Möchte Dinge nicht aussprechen. Ja, dann muss er erst wieder runterkommen. Dann werde ich Dinge sehen. Ja. Okay. Komm gleich. Sekunde. Muss mal kurz hier das Feld hier wieder voll machen. Oh Gott, hier ist eine Spinne. Oh Gott. Oh Gott. Mario schiebt Panik. Hier, das sind ekelhafte grüne Spinnen. Ja. Geh weg. Oh, sieht aus wie eine Riesen-Aua, die hat mich vergiftet. Aua. Eine Riesen-Aua? Aua. Oh nee, ey, nicht, dass du jetzt drauf gehst. Kackspinne. Wird jemals der Punkt kommen, dass Mario vor mir mal drauf geht im Spiel hier? Ja, ständig. Ständig? Gleich wahrscheinlich. Okay, ich komme runter. Es wird schon wieder dunkel. Wir haben nämlich den Tag irgendwie hier in der Mine verbracht. Verschlafen. Hm. Nee, verschlafen nicht. Naja, verschlafen. Ich habe schon verstanden. Ist okay. Oh, ich habe einen Kaffee hier. Ja, trink mal. Ich habe gerade gehört, im Hintergrund ist die Kaffeemaschine ausgegangen. Ist unverschämt, das Ding. Wie schnell so eine Stunde einfach immer um ist. Unglaublich. Ich mal kurz Brot herstellen. Ja, bring mal bitte was mit. Hm. 4 Brote. 4. Naja, ist nicht viel. Ist nicht viel. Ja, also wir brauchen mehr Weiten. Hm. Ja, gut, wahrscheinlich dauert es erstmal eine Ecke bis. Ach, du Kacke hier wieder. Ich komm runter. Oh, ich hab, oh, ich hab Brot. Du brauchst. Nur gute Beine sagen. Unterstützung. Gibt's eigentlich Tasten schnell looten, sag mal? Was gibt's? Eine Taste zum schnell looten. Zum schnell looten? Ja, alles auf einmal looten aus der Kiste. Gibt's da was, ihr Lieben? Kennt ihr da was? Ich kenn nix. Fein, ich habe jetzt eine Schere mit, ja? Ja. Und ich kann jetzt die Spinnennetze abbauen. Das ist gut. Was kann ich denn damit machen? Kann ich damit was machen? Mit den Spinnennetzen? Ja. Braucht man die nicht für Seide oder so? Fräulein, ja, hab's probiert, irgendeine Seide, man konnte irgendwie, weiß nicht, ob man die so kaputt machen kann oder so. Hm. Ja, wenn man sie kaputt hat, dann kriegt man Dings raus. Die Fäden? Ja. Ja, wir brauchen ja Fäden. Aber weißt du was, Fräulein, warum ich gerade... Herrlein, was ist denn los? Schau auf die Karte. Ich guck doch auf die Karte. Ja. Ah, da krabbelt's. Nee. Schau dir mal das Höhlengeflecht an. Ach Gott, ja, habe ich mal so richtig ignoriert, wa? Ja. Ja, ist auf jeden Fall viel los hier. Das ist eine große Mine. Das ist doch super. Da sind wir doch richtig hier. Ja, weiß ich noch nicht. Also wie war das, wenn man die... Hinter dir hält ein Creeper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nur gehört. Ja. Oh Mann. Oh mon Dieu. Was ist da los? Wo kam der her? Der stand hier einfach in der Ecke. Oh, das ist auch einer. Um Gottes Willen. Oh. Ja. Dieser Arschcreeper. Wolltest du hier eigentlich Seide absammeln? Nee, ich wollte mal gucken, was man damit machen kann. Aber ja, wir können ja dafür ein bisschen... Da ist noch einer. Den mach ich kaputt. Katschong. Wow, das war... Also aufregend. Irgendwas ist hier noch, was rumgrunzt. Renn mal bitte nicht so wild rum. Ich renn doch gar nicht wild rum. Wir machen das jetzt nämlich mal mit Sinn und Verstand. Hier, du kannst schon mal anfangen, mindestens abzubauen. Mit und. Ja, ja. Mindestens mit und machen wir das. Ich nehme mal kurz die Seide mit hier, weil dann können wir vielleicht doch mal irgendwann einen Bogen bauen. Ja, mach mal. Das wäre nämlich der Plan, dass wir da irgendwie mal was bauen können. Jetzt probiere ich das mal aus. Tatsache, das kann man abbauen mit einer Schere. Leuchtflechte. Okay. Klingt aber irgendwie wie eine Krankheit. Nee, Schuppenflechte ist das, aber... Oh, hier ist noch mehr Spinnennetz. Ja, kannst du wegkommen mit dem Schwert. Und dann kriege ich auch die Seide. Kriegst also, oder die Fäden. Kriegst du okay. Fäden raus, ja. So, hier hinter zischt es auf jeden Fall wieder. Hier rennt man nicht so weit. Los. Denn hier ich stehe noch hier. Ja, hier ist Kohle. Ich bin hier ganz alles entspannt. Alles mitnehmen. Das ist eine mega große Mine. Alter Schwede. Aber was zum Henker war da bitte an der Lava des Dingens hier mit den Ketten? Oh, creepy, hallo. War das ein Höhleneingang? Also irgendwie, weiß ich nicht, Höhleneingang mit verstärkt mit Ketten? Das werden wir noch rausfinden. So, ich brauche auf jeden Fall erstmal ein Schild. Oh, oh. Ach, du bist hier oben. Alles klar. Ja, ich habe gesagt, ich baue mal eben die Kohle ab. Naja.
So, erstmal hier ein Schildchen. Schild. Und ein Schild. Ausgang. Oh ne, Ausgamge. Habe ich jetzt geschrieben. Ausgang. Nee, aber Ausgang. Das ist aber nicht Ausgang. Ja, es ist doch nur, dass man halt, wenn man das Schild sieht, dass man weiß, da lang ist der Ausgang. Das klingt total unlogisch. Warum baust du es da nicht hier ran? Na, weil ich das jetzt daran baue. Und warum baust du es vor allem hier ran? Weil hier gibt es ja nur einen Weg. Baust doch hier vorne an die Dings. Hier irgendwo. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Na, hier so. Pappst es ran und ein Pfeil nach rechts, Ausgang. Auch logisch, oder nicht? Pfeil nach rechts? Ja, rechts ist der Ausgang. Ah, stimmt. Oh Gott. Ja. Direkt hier rechts rum. Ja. Ausgang. Da lang. Gut. Perfekt. Weil hier gibt es ja eh nur einen Weg. Und wenn man hier dann langläuft, dann... Ja, gut, dann ist man wirklich... Ja. So, und dann machen wir hier noch so. Ich pack da mal eine Fackel hin. So, mal gucken. Wo geht's denn hier lang? Hier war Anni noch nicht, glaube ich. Treppe. Guck mal. Hier ist eine Sackstraße. Ich habe hier noch ein Schild gebaut. Treppe mit Pfeil nach oben. Ja, okay. Hätte man wahrscheinlich auch so erkannt. Nein. Hätte man nicht. Niemals. Und hier... Oh, war ja. Ja, da brauchen wir irgendwann noch Bezeichnungen für dieses ganze Höhengeflecht hier. Weg 1, Weg 2, Weg 5. Ja. 60. Aber guck mal, hier hast du den Weg ja schon gecheckt. Der war ja Sackgasse. Da kann man jetzt nee, Sackgasse. Also ja, da hat man halt Spinnen gehört. Ja, gut, ist ja egal. Die Spinnen, die finden wir auch so, wenn wir halt einfach die Wege langlaufen. Hier bin ich, ach genau, hier war nämlich die Strecke vorhin. Komm mal kurz mit. Ich bin unterwegs. Weil ich bin nämlich hier, guck mal, hier ist nämlich der Ausgang. Staunst du, wa? Boah. Ich bin nämlich vorhin hier hinten lang gelaufen und da waren die Spinnies. Und die sind nämlich hier unten drunter unter uns. Ich hab's nur irgendwie fiepsen gehört. Hier unten sind die. Da waren ja, die. Ja, es zischt. Ist halt die Frage, wollen wir direkt da runter oder na wollen wir klar, erst mal runter? Nein. Checken. Wir gehen jetzt hier direkt los. Ah, da kommt ein Creeper, Vorsicht. Oh mein Gott. Oh wow. Ich habe ihn von oben gesehen. Hinter dir. Au, oh, wieso hat er mich getroffen? Ich stehe da hier oben sicher. Anscheinend ja nicht. Oh, Spinne. Ey, die Spinnen sind so krass. Oh nein, und sie hat mich vergiftet. Ja, ekelhaft, ne? Doofe Spinne. Weg damit. Au. Ist ja ekelhaft. Aua! Oh au. Nee, jetzt nehme ich hier Giftschaden. Autschen. Oh Gott, Bogenschützen. Oh Mann, ich muss mal kurz um der Ecke stehen. Aua! Ja, stell dich irgendwo hin. Habe ich dich gerade geschlagen? Haben wir Friendly Fire? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Was ist denn nee, hier los? Diese Panik. Friendly Fire ist, glaube ich, nicht an. Oh Gott, ich habe ein halbes Herz. Ja, komm mit nach oben. Komm mit, ja, komm mit. Ja. Ist der tot? Komm mit. Oh Gott, da ist ein Creeper. Nein! Lauf, lauf, lauf! Komm weg! Geh weg, Creeper! Wir sehen halt mega gut aus! So, mit einem halben Auge! Oh nein! Oh Gott! Er zischt schon! Ich habe nur noch zwei Herzchen! Ich bleib jetzt hier ganz vor der Ecke stehen! Oh Gott! Wow! Oh Gott. Ich hab Panik! Lass uns bitte nach oben gehen! Ich fühle mich nie da oben, die Spinne! Die oh. Hinter dir! Au! Ey, oh Gott! Ey, wie so eine... Guck doch mal bitte, wie die Füße da... Ist das ekelhaft? Oh mein Gott. Ach so. Ich habe den Bauch aufgeschlitzt hier, ja. Kleine. Wie wenn du abends irgendwie chillig im Zimmer sitzt. Kann uns bitte jemand den Flammenwerfer reichen? Ja, bitte. Ne? Und du sitzt so im Zimmer, am Rechner und zockst gerade entspannt und dann siehst du nur aus dem Augenwinkel, wie irgendwas irgendwo lang krabbelt. Das hatten wir hier erst gestern. Und dann hast du da so eine Spinne. Mhm. Richtig toll. Komm da raus. Ich. War. Da, zumachen hier. Ja, mach mal zu den Laden. Weil, kannst du dein Schild auch mitnehmen? Ach so. Wir machen den Puff jetzt zu hier. Warte, wo ist mein Schild? Hier. Gott, ey. Einfach gleich verbrennen. Danger. Geil. So hier. Komm. So, raus da? Ja. Okay, zu dem Puff hier. So. Meine jetzt Güte. Jetzt haben wir nämlich, clevererweise, nur noch einen Weg hier hinten. Ja, erstmal Weg für Weg und. Sonst kommen wir da nämlich nicht klar. Wow. Oh, da kommt schon. Oh Gott, Spinne. Wo kommt die denn her? Hier ist bestimmt ein Spawner irgendwo.
Ich komme mal wieder vorbei. Hallo, wo sind denn hin? Hallo? Hallo? Wir sollten mal an Rüstung arbeiten. Oh Gott. Ich bin gerade voll erschrocken. Wo ist sie denn? Geh mal hier durch und guck mal nach oben. Warte. Das ist so ekelhaft, aber so witzig. Wirklich. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich wollte da durch. Auf jeden Fall, wo ist sie denn? Guck's nach oben. Hängt auf immer so ein Riesenmonster an der Decke. Oh. Wow. Gefährlich. Ich habe schon wieder mega Spaß. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann. So, warte mal kurz. Wir machen mal, machen's mal so. Da zischt hier überall. Kannst du ein Schild dranhängen? Wir müssen hier unten noch checken oder so. Ja. Warte. Noch checken. Kannst du mal was anfangen? Ja, und zeigt das nach unten? Das zeigt noch, warte mal, gar nicht irgendwo hin. Ja, okay. Ich kann es auch noch kurz nochmal umbenennen. Das muss man immer wieder abbauen, damit man es umbenennen kann, richtig? Ja, vielleicht. Also. Unten noch checken. Und dann einfach so und so. Das Eisen bitte noch nicht abbauen. Nee, nein. Nein, das führt nämlich direkt in eine Höhle. Ach, hier? Ja, direkt unter uns sind die ganzen Spinnen. Denn lieber nicht. Gott, ist das unüberwältigend. Da ist ja noch mehr Eisen. Ja, hier kannst du abbauen. Hier ist okay, glaube ich. Boah, hier musst du auch jede Ecke checken, ja, dass du nicht irgendwie so vielleicht mal ein paar geile Rohstoffe übersiehst. Okay, aber hier ist noch... Okay, hier sind Schienen. Kies oder Erde. Nee, ich glaube, es ist Kies. Und hier ist eine Sackgasse. Das ist aber okay. Da ist eine Sackgasse. Oh, Creeper, Vorsicht, da kommt in deine Richtung. Oh, nee. Richtung. Ich wollte ja ein Schwert in die Hand nehmen. Oh mein Gott. Verdammt. Ey, es ist halt echt bitter, dass der gerade explodiert ist. Hat er dich erwischt? Ja. Deswegen muss ich mal kurz noch wieder auf die Möhre beißen. Beiß mal auf die Möhre. Habe ich nur noch eine Möhre mit. Also, ja. Aber ich habe noch vier Brote. Kannst du dich mal ganz kurz mit der Spitzhacke oder so boxen? Oder mit der, dich? Damit oder, wir das, oder mit der Hand? Ja, warte mal. Mach mal mit der Hand. Ich mal gucken, ob hier Friendly Fire aktiv ist. Nee, oder? Nee. Aber warte mal, ich mach mal kurz. Nee. Okay. Nee. Gut. Ja, ich hatte vorhin kurz das Gefühl, ich würde dich hauen. Ja, kann auch sein, dass es mit dem Schwert funktioniert, aber, nee, aber das würde ich dann nicht hier testen. Nee, ich habe dich doch gerade mit dem Schwert hier angedingst. Echt? Okay. So, ja, dann. Das passiert nicht. Es war einfach nur, du wurdest von irgendwas angehauen und ich habe in dem Moment halt mit dem Schwert zugeschlagen. Hey, komm raus da. Ist also alles okay. So. Zoomen wir mal den ganzen Laden hier. Oh je, oh je. Wir brauchen auf jeden Fall trotzdem dringend Essen. Ja, wir müssen nochmal... Ach, ich gehe nochmal nach oben. Ja. Die Felder, die wachsen ja ordentlich. So, unten noch checken. Ja, ohne Essen ist halt ja. Gut, ja. So, noch ein paar Fackeln hinsetzen. Ist das hier der richtige Weg? Ja. Na klar. Na klar, na selbstverständlich. Du hast mich doch dabei. Ja, ja. Hey, komm, lass mal ganz kurz. Oh mein Gott, schon wieder wer. Hallo. Thrombose. Thrombose? Thrombösen. Ja, was wolltest du machen? Ich wollte mal ganz kurz hier drüben gucken gehen. Nur mal ganz kurz gucken shit, gehen? Oh shit, fast in den Abgrund gesegelt. Das ist aber nicht so gut hier. Oh, sei vorsichtig. Da und ist schön viel Eisen hier. Da hängt einfach nur was an der Wand. What the fuck? Ich guck gerade auch. Ach, da! Ich glaube, das hängt sieht halt aus wie eine bewegliche Plattform. Ja, aber es hängt, glaube ich, einfach nur so runter. Ja. Und da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Teilchen. Das. Ja, da können wir uns irgendwann richtig durchgraben. Ja, das machen wir mal. Ja, mal kurz das Eisen hier mit. Ach, hier ist auch noch Zeug. Okay. Wenn hier schon was ist. Das sieht auch so aus, ob hier unten eigentlich auch ein Mineneingang wäre. Wir könnten den Lavafluss einmal zumachen. Oh, ich finde den so schön hier. Ja, ich auch, aber da ist halt direkt ein Höhleneingang drunter. Hm. Und man kann ihn ja auch theoretisch danach wieder aufmachen.
Wir wollten erstmal nach oben. Wir wollten nach oben. Wir müssen uns halt wirklich ums Essen kümmern. Essen. Essen. Ohne Essen, ohne mich. Ganz ehrlich. Ohne Essen passiert hier gar nichts. Ja, bitte jeder nur eine Stange Brot. Ja. Pro Tag. Ein ganzes Brot pro Tag. Alles auch in Ordnung. Schön mit einer Käsescheibe. Mmh. Lecker Käsebrot. Oh. Kannst du bitte aufhören, von Essen zu reden? Du hast doch gerade ein Stückchen gegessen. Ja, das macht aber nicht. Ich habe trotzdem Hunger. Ah. So, Roheisen. Ich schmelze mal durch. Achso, du machst auch? Was kann ich da hinzufügen? Du kannst mir dazu packen. Kannst du rausnehmen, das Eisen. Kannst du ein bisschen Erfahrung. Ich bin schon Level 9. Level 9. Unglaublich. Läuft.